Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch und wir sind wieder da, Front Games TV mit eurem Flanders. Ja, wir sind wieder mit einer Runde Banished. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich begeistert das Spiel. Allerdings begeistert mich im Moment nicht, dass ich kein Brennholz mehr habe. Aber wir haben Frühlingsanfang, das ist jetzt auch nicht mehr so tragisch. Ich habe ja natürlich ein bisschen vorgearbeitet, man sieht das da oben. 63 erwachsene Einwohner, 17 Schüler und 20 Kinder. Also, wir haben eine Bevölkerungszahl von, ja, ne, genau. Und zwar, wir können das auch mal ein Diagramm, wir sind bei 100. Sehr schön, das ist so das gesteckte Ziel. Jetzt können wir nämlich ein bisschen anfangen umzubauen. Und wir brauchen Holz, Holz, Holz. Wir haben auch einen Hafen. Ich habe ja, wie gesagt, gestanden, oder muss gestehen. Ja, wie kannst du hosten? Slash host und dann den Kanalname. Ganz einfach. Ja, wie gesagt, ich habe auch einen Hafen. Friedhof haben wir auch schon wieder, 11 Gräber und so weiter und so fort. Jetzt sitzen wir aber links so bewohnerzahlmäßig auf der sicheren Seite. Lebensmittel ist noch ein bisschen knapp, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Und gefällt mir noch nicht so gut. Gefällt mir noch nicht so ganz. Also, was haben wir hier? Gesamtlänge Bier. Lebensmittel, Nahrung ist ein bisschen schwach, wie gesagt. Brennholz kommt jetzt rein und ja, sollten wir mal gucken. Also, Wald haben wir hier genug. Und die arbeiten. Kräuter Limit. Da haben wir nämlich Holz. Eigentlich hatte ich das ja beauftragt, dass die das mal abhauen da. Ja, wir werden jetzt auch nicht mehr allzu viel hier häusermäßiges bauen. Jetzt nur noch so stückleweise. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir die Ressourcen nach oben bringen. Und ja, mal so etwas solide hier anfangen. Nahrung. Nahrung ist immer so ein Thema. Fisch, hol mal genug. Achso, ich wollte Fisch, Fisch, Fisch. Da war ja was. Wollte mir das mal angucken hier. Und zwar, ich habe mir nämlich eine Mod runtergeladen, die heißt, und zwar gibt es dort dann eine Fishing Farm oder Fischfarm. Ja, schauen wir mal, wie viele Fische die da herstellen. 84 im Moment, okay. Naja, schauen wir mal. Müssen wir da mal direkt vergleichen. So, was ist jetzt leer? Brennholzvorräte sind aufgebraucht, okay. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen nachlegen. Brennholz. Ja, ist so ein bisschen. Im Moment alles ein bisschen knapp mit Holz. Aber hier werden wir auch nochmal ein bisschen abhauen können. Wir werden hier sowieso dann nochmal eine Holzhütte hinstellen, weil wie gesagt, wir haben hier einiges an Leuten, die wir. Rosthaus, das machen wir nämlich gleich einmal hier ran. Machen wir hier so ein bisschen dahin. So, nämlich einiges an Einwohnern. Da können wir nämlich jetzt auch ein bisschen großzügiger mitbauen und schauen. Ich muss mal gucken, die Kamera. Ich blendet alles so. Aber naja, okay. Vielleicht sollte ich mal den Schirm. Ich habe ja hier so die meine Studiolichte. Lichte! So ein bisschen rüber. Dann knallt mir das. Ah, schaut viel natürlicher. Naja, okay. Wollte schon sagen, viel natürlicher. Genau, so, genau, hier bauen wir. Holz ist schon da, da kommt schon rein. Und dann müssen wir gucken, Brennholz brauchen wir. Ganz viel und schmutzig. Ist natürlich jetzt, die Transportwege sind natürlich hier für diese ein bisschen lang. Wir könnten natürlich jetzt auch gucken, wäre vielleicht noch eine Idee, dass man hier noch so eine Brennholz, Holzhacker hinmachen. So, den bauen wir da hin, genau. Ja, so. Stein haben wir, oh, Stein fehlt auch. Eieieiei, ich sehe schon. Ja, wir müssen jetzt auch nochmal schauen. Ich muss mal gucken. Ich sag, lass das hier auch relativ schnell laufen. Hilfsarbeiter, Bauarbeiter. Ah, Hilfsarbeiter sind das jetzt. Ah, okay, interessant. Ach, das ist umge. Ah, neu übersetzt worden. Okay, Hilfsarbeiter.
Bauarbeiter 4 von 5. Ja, okay. Ich sehe aber schon kommen. Wir müssen trotzdem noch mal paar Häuser bauen. So, Nahrungsmittel. Ja, Nahrungsmittel. Ich bin nicht zufrieden, ganz ehrlich gesagt. Ich bin nicht zufrieden. Wir werden da auch noch mal ein bisschen aufstocken müssen, aber ich muss dann vorher noch mal so ein bisschen die Bewohnerzahl nach oben holen. Und wir werden hier vielleicht noch ein paar Häuser hin. Naja, hier kommt jetzt der Förster hin. So, genau, so machen wir das. So, Obstgarten, Esskastanien. Ja, da kommt jetzt auf jeden Fall was rein. Und wir haben 11 Bauern. Und es wird jetzt. Ja, Hilfsarbeiter. Okay, das steigt auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Häuser bauen. Da kommen wir nicht drum herum. Beim Arzt ist nichts. Schule sind 19 Schüler. Ist fast voll. Essen, 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 Essen. Und ich meine jetzt nicht die Stadt Essen. So, und dann können wir jetzt da noch mal. Wolf, hol mal. Dann können wir hier nämlich voll besetzen. Hier wird noch gebaut. So, das mit dem Brennholz sollten wir jetzt eigentlich dann hinbekommen. Das Kohle, ja, genau, das brauchen wir auch irgendwann. Ich möchte natürlich auch ganz gerne, ja, ist ja gut, auch irgendwann mal die Häuser in Stein ausbauen. Ja, okay, Lebensmittel. Es wird, so. So. Drei brauchen wir. Genau. Lebensmittel. Also das ist schon wieder ganz komisch. Also ich weiß auch nicht, wo das da immer nachgeht. Ja, Fisch ist auch immer so eine Sache. Ja, mir wäre es ja auch ganz recht, wenn die Jäger ein bisschen. Ist nicht so. Spätherbst, das ist. Ja, Vorräte. Lebensmittelvorräte gehen echt arg zur Neige im Moment. So, dann machen wir hier nochmal ein Haus hin. Ja, Getreide habe ich mal als Handel zum Einkaufen. Ja, mir fehlt schon wieder Brennholz. Also das ist. Nicht so schön im Moment, ganz ehrlich gesagt. Steinvorräte interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht so krass. Brennholz. Wieso bauen die kein Brennholz? Also so, lassen wir uns das Haus mal bauen. So, 71 erwachsene Hammer. So, jetzt müssen wir aber dann noch mal langsam. Glaube, dann sollten wir langsam so also ein bisschen ruhiger machen. Bauernhammer. Förster, okay. Also, ich bin ja schon wieder gewillt, noch mal Acker zu bauen. Ich hatte eigentlich gehofft, man könnte durch den Handel
Aber da ist ja noch nichts gekommen, das ist ja das Problem. Bisschen. Ja, Saatgut, weil Kürbis alleine ist, weiß ich nicht, also. Naja, okay, wir bauen auf jeden Fall hier nochmal ein Feld hin. Speisekürbisse, ja, es ist. Und eine Straße. Das ist die Brauerei. Ja, Brennholz ist irgendwie. Ich kann jetzt höchstens. Ja, die bauen schon ab, aber das ist halt nicht viel Holz. 76 ist nicht unbedingt viel. Die müssen noch aufforsten. Die haben Speisekürbis noch ein bisschen gesammelt. Ja, wie gesagt, mit den Lebensmitteln bin ich noch nicht zufrieden, ganz ehrlich gesagt. Ich muss mal gucken. Ich das, also das hier mit der Fischfarm zum Beispiel, also. Ja, 241. Kann man sich jetzt auch nicht beschweren eigentlich. Wie machen die? Ja, die machen viel mehr. Also die Fischfarm da, die ist eigentlich für ein Pro. Okay, wir bauen noch eine Fischfarm und dann Reis, nicht Fischerhütte. Dann reißen die hier ab. Das reißen wir ab. Gebäudeabriss. Das kommt weg. Dann ist das mit dem Fischer doch ein bisschen effektiver. Brennholz. Brennholz fehlt uns auch wieder. Ja, ist während der Geburt gestorben. Ja, das passiert. Ich meine, ich habe einen Arzt. Ich habe Kräuterhütte. Schwierig. So, das wird gebaut. Ah, okay, das ist abgerissen worden. Da kommen auch die Rohstoffe zurück. Das passt. Weil hier mit dem Hafen weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt. Es lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Einkauf. Dankeschön. So, automatischer Einkauf. Aufträge handeln. Tja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit dem Handeln funktioniert. Habe ich mir jetzt noch nicht Gedanken drum gemacht.
Aber okay, das können wir ja mal stehen lassen. Was soll's? Was soll's? So. Ja, ich habe mir heute mal, oder ich gönne mir heute auf jeden Fall mal einen Alkohol, einen Radler. Nämlich so warm hier in Nürnberg. So, also. Ja, wie gesagt, Nahrungsmittel. Nahrungsmittel ist noch so ein Problem. Ich bin damit echt nicht zufrieden, ganz ehrlich gesagt. Rinder, okay, da kommt immer wieder mal ein bisschen was rein. Aber die Nahrungsmittel, das bleibt alles recht. Was ist, wer ist da gestorben? Ist verhungert. Okay. Ja, das ist so ein Problem. So, schauen wir uns mal die Kräutersammelhütten an. Mit denen ausschaut. Das ist auch nicht so viel, ey. Aber wir könnten gegebenenfalls... Ich glaube, da habe ich nur eine. Das ist eine Kräutersammlerei. Da habe ich hier eine Sammelhütte. Ja, die sammeln schon sehr viel, also... Ja, jetzt sterben sie alle an Hunger, verdammt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich glaube, wir können hier noch... Eine Sammlerhütte. Also ich möchte ja jetzt nichts Böses sagen, also wir können das im Moment noch ein bisschen verkraften. Wir waren über 100. Wir können das jetzt im Moment noch verkraften, also... Aber das mit den Lebensmitteln, das ist schon ein bisschen gerade im Moment frustrierend. Schüler ist auch verhungert. Juhu. Ja, ich, wie gesagt, ich habe auch nicht unbedingt jetzt die Ahnung von wie... Okay, die, naja, die Jäger, die sammeln hier schon sehr gut, aber das ist auch nicht viel. Ja, es ist gerade so eine frustrierende Phase. Vor allen Dingen, weil man ja hier doch ausbaut wie ein Bläder und es kommt nichts rein. Ich meine, die fressen natürlich, die müssen ja essen. Also, ich sehe schon kommen. Ich werde... Ja, werden wir jetzt hier noch ein bisschen... Oh Mann. Ja, Speisekürbis. Ich habe keine Leute mehr.
Ja, ich glaube, das gehört auch mal dazu, dass man da mal so einen Tiefpunkt hat und die sterben hier alle weg. Also, den Hafen machen wir mal dicht. Arbeiten? Nein. So, der ist zu. Genau. So, okay. Ja, wir müssen schauen, dass wir die Lebensmittel auf... Ich weiß auch nicht, wonach das immer geht. Das ist auch anscheinend auch immer je nach Fruchtsorte unterschiedlich, wie der Erfolg dann auch ist. Mein Brennholz geht mir auch aus. Das ist natürlich klar, wenn die sterben wie die Fliegen. Was ist da los? Holzlimit? 300? Er kann ja wohl gar nicht angehen hier. Mach mal 500. Ja. Also muss ich ja dazu sagen, also wir haben die Bevölkerungszahl wirklich gut nach oben gebracht. Das ist natürlich so ein Tiefpunkt. Bin ich jetzt echt betrübt drüber, ganz ehrlich gesagt. Da wohnt keiner oder was? Achso. Ja, Essen. Er holt ja halt dein Essen, mein Gott. Können wir mal gucken. 25 Jahre oder 10 Jahre. Ja, sind wir ganz gut gewachsen. Ist jetzt im Moment durch die... Ja, die Todesrate war jetzt gerade ein bisschen hoch. Wie gesagt, kommt vor. Müssen wir jetzt natürlich schauen. Mir fehlen jetzt natürlich da locker 10 Leute. Und wir brauchen Lebensmittel, Brennholz, nach wie vor. Und ich hoffe jetzt mit den 4 neuen Feldern können wir das nochmal, also da die 3, die hat man ja auch schon eins Neues gebaut, dass wir das jetzt noch ein bisschen kompensieren können. Ich hoffe es, weil sonst muss ich noch mehr bauen, das ist Wahnsinn, ist das. Man will ja natürlich auch ein bisschen Abwechslung bieten. So, wir haben Frühlingsanfang. Ja, und mein Ziel ist ja... Oh, was ist das? Ein Händler. Interessant. Ja, also ich merke gerade... Oh Mann, ich bin ja so bescheuert, ne? Ach, komm. Habt ihr das gerade gesehen? Da ist dieses Schiff vorbeigefahren, da. Ich habe meinen Hafen, aber da. Im See. Okay. Okay, wir bauen das Haus weg. Ja, ja. Das war wieder ein Pierre. So, naja, wir können ja den Hafen... Aber den brauchen wir... Lassen wir erstmal weg. Ich habe sowieso keine großen Rohstoffe zum Handeln. Und...
fährt das Schiff hier einfach vorbei, Wahnsinn. Okay. Hier sind ja noch genug Ressourcen, so ist es ja nicht. Ja, Nahrung ist immer noch so ein Problem. Schauen wir mal an, wie es jetzt im Herbst wird. Und das jetzt hier... Was ist da los? Hallo? Oh. Schüler ist verhungert. Hm. Ja, obdachlose Siedler. Na super. Kannst ja gleich wieder einziehen. Was? Ach, die reißen das ab und bauen es neu auf. Alter. Ja, ich krieg das mit dem Lebensmittel nicht hin. Ich verstehe das nicht. Also, das ist echt, ist gerade ein bisschen ärgerlich, ganz ehrlich gesagt.
Ja, so, okay, also. So, wir haben ein Haus fertig, ein Steinhaus. Ich hoffe, jetzt kommen endlich mal die Lebensmittel rein. Also, das ist Wahnsinn. Brennholz haben wir auch nichts da. Das ist. So, 2000 Einheiten Lebensmittelhammer. Hört sich ja generell erstmal schön an. Also müssen wir mal gucken, ob wir das so jetzt beibehalten können. Es muss halt nur natürlich jetzt langen. Ich kann mich noch an Runden erinnern. Da hatte ich 6000 Lebensmitteleinheiten, allerdings war das mit Weizen. Jetzt, wie gesagt, ich vermute mal, das hat dann schon was damit zu tun, vom Ertrag her. Weil der Friedhof ist auch bald voll, dann müssen wir einen neuen bauen. Oh, Kleidungslimit haben wir auch erreicht, das passt eigentlich auch soweit. Werkzeuglimit können wir noch ein bisschen hoch. Passt noch so? Passt schon? Ja. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das jetzt hier so ein bisschen wieder kompensiert bekommen. Brennholz ist immer noch so ein Problem. Da ist wohl einer gestorben. Altersschwäche, okay. Was? Achso, okay. So, da können wir auch wieder einen einsetzen. Können wir einen neuen dazu bekommen. Und da fehlt uns noch einer. Okay. Das war natürlich jetzt wieder passend, dass die ganzen Brennholzhersteller. Eieieiei. Ja, okay, also Nahrung schaut im Moment noch gut aus. Wir haben Spätwinter. Oh, Rinder. Da haben wir welche geschlachtet. Müsste natürlich jetzt noch weitaus mehr gehen, also. So, da können wir noch einen Bauer einsetzen. So, ja, okay. Also es geht wieder langsam aufwärts. Schauen uns das Diagramm mal an. Ja, also ich meine, wir haben zwar viele, viele verloren. Ist aber jetzt
nicht so schlimm, weil wir hatten ja über 100 Einwohner. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen schauen, dass wir die Holzvorräte nach oben bekommen und die Brennholzvorräte. Lebensmittel schaut im Moment gut aus. So, den Hafen haben wir weggebaut. Und der war da natürlich ein bisschen fehl am Platze. Stein könnte man theoretisch auch noch gebrauchen. So, na gut. Ja, also Lebensmittel schaut im Moment gut aus. Ja, ich wollte ja eigentlich, aber das, dafür fehlen mir im Moment einfach die Leute, so einen Steinbruch mal bauen und den voll besetzen. Allerdings glaube ich, waren das 15 Leute, die da reingehen. Und das ist mir jetzt ein bisschen zu arg. Vor allen Dingen, weil jetzt hier, wie gesagt, mit dem Brennholz... So, okay, die Felder werden bepflanzt. Ja, geht auch wieder hoch, die Einwohnerzahl. Brennholz ist nach wie vor noch so ein Problem. Natürlich das Problem eher, dass wir hier auf den Lagerflächen kein Holz haben. Der hat genug Holz, der kann eigentlich schön bauen, machen. Da ist noch nichts, das ist nicht so schön. Wir könnten aber eine Brücke mal hier rüber bauen. Kostet zwar jetzt wieder Holz, aber Holz haben wir ja. Wir müssen mal gucken, dass wir hier, also da seht ihr, das Holz kommt hier aus dem Forstwirtschaft. Genau, müssen wir, ich glaube, wir müssen das Holzlimit aber wieder hochsetzen. Den friert es immer noch. Lebensmittel haben sie. Bum, bum. So.
könnten wir... Na, war das da? Einen kleinen Lagerplatz noch dahin bauen. Dann können die nämlich das direkt da ablegen. So, Lebensmittel. Mhm. Ja, Brennholz geht langsam nach oben. Ist aber noch nicht zufrieden. Das wollte ich nicht wegklicken. Ist aber noch nicht zufriedenstellend, ganz ehrlich gesagt. So, hier lagern wir auf jeden Fall schon mal Holz. So, und jetzt kommen die Lebensmittel wieder rein. Also ich würde ja schon sagen, also so haben wir jetzt im Moment doch gut das so am Laufen. Ich jetzt doch eigentlich jetzt zuversichtlich. Oh Mann. Es steigt auch. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ich finde das auch cool gemacht hier, so mit der Jahreszeiten, dass dann auch die Bäume sich verfärben. Ja, Brennholz ist aber immer noch nach wie vor. Also ich schaff's nicht, so viel Brennholz herzustellen. Ja, es wird schwierig. Schauen wir mal. Es wird schwierig. So, was machen die Einwohnerzahlen? Ja, okay, die sind jetzt schön. Bleiben erstmal gleich. Sterben zwar Erwachsene, aber es kommen ja Kinder nach. Es sind noch einzelne, wo nur einer drin wohnt, aber okay. Können wir jetzt erstmal lassen mit dem Bauen. Also die sterben, die machen ja Platz dann für neue. So, Wohnraum. So, ich wollte mal gucken, sind jetzt irgendwelche... Keine Antrag, also weiß ich auch nicht. So, Nahrung sind wir bei 3200. Ist im Moment jetzt okay. Also, Brennholz ist immer noch ein Problem, ganz ehrlich gesagt. Ich sehe schon kommen, ich muss noch eine Brennholzhütte bauen. Das ist. Ja, ich werde da nicht drum herumkommen. Das ist sehr, sehr scheiße. Total beschissen, würde ich sagen, ey. Thank you.
Ja, es ist Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn, was da Brennholz gebraucht wird. Weil die Steinhäuser verbrauchen weniger Brennholz. Allerdings ist das Problem dann wieder der Stein. Ja. Ja, also Lebensmittel haben wir jetzt, glaube ich, im Griff. Könnten wir, schauen wir mal, müssen wir beobachten. Problem ist jetzt das Brennholz. Wir müssen es da immer Schritt für Schritt dann ein bisschen konzentrieren, habe ich das dumpfe Gefühl. Bei dem Spiel. Weil sonst, ja, es ist. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, wir will ja auch nochmal wachsen. Von den Einwohnerzahlen her. Aber dafür müssen wir, ich glaube, wir müssen dann noch ein bisschen. So, okay, also. Achso, das hatte ich schon markiert. Ja, wir sind wieder bei 90. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Brennholzvorräte nach oben bekommen. Jetzt auch wenn es wärmer wird, dann brauchen die ja nicht mehr so viel Brennholz. Sage mal so, ab dem Spätfrühling fängt man an, dann für die ja, für den Winter schon vorzuarbeiten. Nahrung haben wir genug. Brennholz ist nach wie vor ein Problem. So, da könnte man theoretisch ja nochmal einen reinsetzen. Wie schaut es da aus? Passt alles? Ich weiß jetzt nicht. Gesundheit, naja, der ist jetzt nicht so gesund. Das ist die Frage, wie kann man das jetzt verbessern? Also alle nicht so gesund, das ist.
Ja, das liegt aber auch an dem Brennholz. Also das ist, wenn die frieren, wenn es natürlich krank ist, nicht so schön. Sagt nicht so schön, ne. Ja, Nahrungsmittel ist nicht das Problem. Da kommen jetzt auch immer wieder neue rein und wir haben einen guten Bestand. Brennholz ist das Problem. Aber müssen wir mal schauen, wie weit das jetzt hier bleibt. Ja, schauen wir mal. Wenn wir jetzt im Winter hier einen guten Bestand an Brennholz haben, wir müssen das Limit auf jeden Fall nochmal nach oben setzen, dann denke ich mir, werden wir wieder ausbauen. Lebensmittel haben wir, glaube ich, im Griff. Kommen gut rein, sind wir jetzt bei knapp 3000. Sind bei 3000. Ich denke mal, da werden wir so um die 6000 jetzt rumkommen. Muss mal schauen, wie ist da mit dem. Oh, da ist. Nahrungsmittel-Limit. Machen wir auf 6000 mal hoch. Nicht, dass sie aufhören, dann irgendwas zu pflanzen. Zu holen. So, das Ding ist nämlich jetzt gleich voll. Es ist jetzt voll.
Aber wir haben ja noch einen Speicher. Ein Lagerhaus. Da ist jetzt natürlich der Transportweg wieder ein bisschen länger. So, Schüler haben wir. Ja, Brennholz schaut noch gut aus. So, Lebensmittel schaut auch gut aus. Ja, das, was ihr jetzt gerade gehört habt, ist ein Gewitter. Schaut richtig übel aus. Ja, wir sind aber sowieso jetzt wieder eine Stunde. Und ich würde sagen, wir machen Schluss. Und die Woche kommt auf jeden Fall nochmal ein Banished. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.